So, jetzt müssen wir den Bergtempel betreten. Jetzt wird's voll spannend oder so, ne? Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorat und der Rebellion viel bedeuten. Ah! Missionsgeber entdeckt. Ah, hat der mir... Ah. Okay, irgendwas ist da. Und sie scheinen sich ja wohl jetzt zu... gut zu verstehen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Eine Tagebuchseite. 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Truilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. Nein, sowas. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Honorato unterstützen. Das glauben wir dir doch, Püppi. Ist schön, dass du mir Gesellschaft leistest. Ich möchte mal ganz kurz... Kann ich mit dir reden? Nee. Und auf was sitzt du da? Ah, hat so gute Beintraining gemacht. Gute Beinmuskeln, so. Uchu und ich haben nur geplaudert. Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Honorato mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss drei heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, zwei Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Abracadabra, mit Kabil sprechen. Abracadabra. Mit Herausforderung. Ja, das ist eins, fehlt uns halt immer, ne? Okay, das ist halt die Frage, wo ist Kabil? Hier. Da müssen wir rüber. Okay. Da gehen wir zu Kabil. Jetzt machen wir die Quest erst, weil wenn ich jetzt da reingehe, nicht, dass sie da nicht die Krönung durchführen können. Und deswegen möchte ich das eigentlich jetzt erstmal holen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man.
Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Irgendwann. Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ah, da muss ich hoch. Hä, wo ist das denn? Oder war das da noch? Das weiß ich auch gar nicht. Da war das doch da oben. Siehst du, wie ich hüpfen kann? Doch, das muss hier sein. Habe ich nicht gescheit aufgepasst, oder was? Oder ist es oberhalb? Ach, ich weiß auch nicht. Das ist crazy. Wo das Relikt wohl ist? Das ist bestimmt da hinten drin. Aber das schauen wir dann später. So, warte mal. Wir können ja hier runter, oder? Schalimo! Hast du gesehen, wie toll ich das gemacht habe? Hast du? Hast du gesehen? Vorsicht, Freundin von Onuratu. Achso. Jaguar-Krieger. Ja. Straight on. Hallo. Oh. Die Damm muss jetzt aber auch sein irgendwo. Hoppala. Du darfst nie hinaus in die Wildnis gehen. Verstehst du das? Denn dann pack dich der Nahuatl. Jetzt muss ich mal gucken, ob das... Doch, das muss hier schon irgendwie sein. Oh, Entschuldigung. Vater, komm schnell. Die Ichik. Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onuratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. What? Zum Markt gehen. Oh nein. Boah, das ist aber auch echt heftig, ne? Weißt du das von Quali schon? Nein, was ist denn? Kukulkans Männer haben Abra vergiftet. Quali wollte die... Wer bist du? Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge.
Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Ao wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. So was. Wunderschön. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber. Okay, aber was für Kräuter muss ich denn finden, auch ehrlich gesagt? Ich möchte nochmal mit dir reden. Kann ich mal was kaufen oder so? Willkommen. Medizin. Verkaufen, kaufen. Ich warte auf deine Rückkehr. Ja, tu das. Aber die werden wohl nicht mehr haben. Nichts Hallo. Anderes. Ich habe viel Handelsware. Ach so, geschweige denn, ich habe wahrscheinlich auch nicht mehr Geld. Okay. Mögen die Götter dich anlächeln. So, dann. Hey, ho, let's go. Süß. Jetzt kann ich mit dir reden? Ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Muss ich hier rein? Nee, muss ich nicht, aber ich kann, oder? Hallo! Ihr haltet mich jetzt gleich eh auf. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Okay, was passiert dann, wenn ich passiere? Ach so, ich muss eine an... Ein anderes Outfit, also ich verstehe. Schleichen wir uns rein wohl. Ich laufe in die falsche Richtung. Wie gut, dass ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Wir finden nicht mehr so Ausgestoßene, ne? Unka, unka! Machada, 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 machada! Unka, unka! So. Jeder sagt. So knapp. Jeder denkt, das ist ihre, seine Schuld, wie auch immer. Wahnsinn, wo ist das denn? Irgendwo hier. Ah, vielleicht mit dir hier?
Ach, du bist das mit den komischen Geister-Dingen da. Ach so. Ja, das kann sein, dass es hier wieder ist, ne? Oder auch nicht. Oh je, Mini. Was ein Hin und Her. Kann ich hier irgendwie drauf? Nicht wirklich. Weiter. Achso, warte mal. Nee, hier, warte. Hoch. Entschuldigung, können Sie mal weggehen? Dann ist es hier. Ah, da ist es. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Boah, mit Jomil sprechen. Ja, krasse Lotte. Kann ich nicht... Hey! Ach, du bist da hinten. Der Dieb muss bestraft werden. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Shimai hat's gesehen. Shimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde. Und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Mir schauen die alle gleich aus, ne? Das Messer zu Jamil zurückbringen. Danke, Ishik. Gern geschehen. Alle Zwillinge. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Yay! Ei, du Feigling! Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Boah, das ist aber echt frech. Lauf, lauf. Ist jetzt weg? Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke.
Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Aber es fällt doch auf, wenn der dann auch nicht mehr da ist, oder? Also irgendwie... Okay. Die wissen noch ganz genau, wer das ist und alles. Ja, okay. Egal. Das muss man manchmal nicht verstehen, ne? Warum warst du mit deinen Freunden an der Grenze zur Wildnis? Sagte ich nicht, du sollst gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. So, das Horn zum Versteck bringen. Achso. Sieh an. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die Pilger erreichten den Zusammenfluss zweier Flüsse und entschieden, sich dort anzusiedeln. Sie errichteten zwei Pyramiden und begannen ihr neues Leben als Beschützer der Schatulle. Okay, jetzt bringen wir das Orn zurück. Ja, das müssen wir auch mit dem Würfel noch machen. Ich muss aber gucken, wo die Abgestoßenen sind. Ausgestoßenen. So. Ach komm, ich dachte, ich kann da hochhüpfen. Hervorragend. So. Ich bin wieder da. Wer noch? Du bist als Erste zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück?